Namen des gesamten Kollegiums darf ich Sie hier recht herzlich willkommen heißen. So eine Abschlussveranstaltung, so eine Veranstaltung, bei der man so ein Dokument in die Hand gedrückt bekommt, ist ganz was Besonderes. Weil diese Urkunde, die Sie bekommen, Symbol steht für den Abschluss eines Lebensabschnittes und der Beginn eines neuen.
fand das Miteinander auch zwischen den Dozenten und den Studenten fand ich eigentlich relativ angenehm. Ja. Das Studentenleben an der Hochschule, man hat super schnell Kontakte geschlossen und verknüpft. Das war eigentlich so das Tollste am Studium, ja. Wahnsinn, also echt erleichtert einfach. Jetzt nur noch Feiern im Kopf, ich gehe jetzt ins Ausland. Ich freue mich auf eine geile Zeit. Ganz toll war die Zusammenarbeit mit den Professoren. Das hat immer viel Spaß gemacht, die haben sich viel gekümmert und das war immer sehr persönlich. Also die kennen einen. Also ganz besonders gut gefallen hat mir, dass die Semester nicht so groß waren. Es war immer eine familiäre Atmosphäre. Man ist super zurechtgekommen, Hilfe war immer da. Egal von anderen Studenten, von den höheren Semestern oder Professoren direkt, die man hat immer ansprechen können. Also es war immer jemand da, auf den man sich hat verlassen können oder auch dann später privat. Hat man auch guten Kontakt mit den Professoren immer bekommen. Was ich super schön finde bei der Hochschule ist das familiäre Verhältnis. Das ist jetzt ein bisschen klassisch, aber es ist wirklich so. Ich habe KD studiert bei der Fakultät Gestaltung und ich finde es super schön, dass man einfach die Professoren kennt und dass die auch die Studenten beim Namen nennen können. Und das ist eine sehr, ja, man wird sehr individuell und persönlich unterstützt und das finde ich echt super. Ist auch sehr hilfreich. Ja, unsere Absolventen, was ich denen mitgeben möchte, ist, sie sind natürlich hervorragend ausgebildet jetzt und ist eigentlich nur eines, dass sie sollen das finden, wo für sie brennen, die Tätigkeit, wenn sie es noch nicht gefunden haben, immer danach suchen. Es gibt diese Tätigkeit und das machen, wo ihre Leidenschaft entfacht wird. Das ist das Wichtigste, in der Familie und im Beruf.